Hopp, und hier lang. Da war noch ein Lagerfeuer, was wir uns ansehen müssen. Oh, können wir da auch runter? Wahrscheinlich nicht. Dass man immer den exakten Weg befolgen muss. Wegen den Steinen. Ist ein bisschen blöd. Wir laufen! Ansturm! Amicia! Bienenleute, schon gut. Ach, Biene. Die sind bestimmt nett. Klar sind sie das. Die machen Honig. Und ich liebe Honig. Hm, ich das auch. Ist wer ein nicht? Grab. Ein Hügelgrab. In meinem Traum war kein Grab. Dann suchen wir weiter. Aber wir können doch noch mal kurz gucken. Hier ist ein schönes Lagerfeuer. Was jemand einfach angelassen hat. Und dann gegangen ist. Ich glaube, wir haben sowieso alles, was wir wissen müssen zu seinem Traum. Wir müssen den Berg hoch. Und da wird uns wahrscheinlich auch das Ende erwarten. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt wirklich das Ende. Ich dachte das am Anfang bei der Stadt. Danach kam ja noch wirklich sehr viel. Da habe ich nicht erwartet, dass das Spiel so lange ist. Das erste wirkte nicht so lange. Aber das hier ist wirklich sehr lang und es gefällt mir. Also gut, dass es so lange ist. Das ist schon ausgedehnt, die Story. Und nicht alles zusammengequetscht. Nur einige Passagen waren nicht unbedingt nötig, wie zum Beispiel das mit Amicia, wo sie so ausgerastet ist. Vielleicht hat das später noch was damit zu tun, was hier passiert. Oder es hatte halt Auswirkungen auf die Beziehung mit Lukas, ob wir weiter umgebracht haben oder nicht. Aber so an sich war die Reaktion von Amicia einfach nicht in Ordnung da und es war so langgezogen. Aber es war cool. Also das mit dem Gefangensein und so hat mir gefallen. Das sah ganz cool aus. Schade, dass es nicht ein bisschen länger gedauert hat, ein bisschen dramatischer. Also sind wir hier fertig? Ja, gehen wir. Also gehen wir. Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist? Hey, ganz ruhig, ich will dich nicht tragen müssen. Ich werde ihn ganz bestimmt nicht tragen. Ich werde ihn nicht tragen. Auf gar keinen Fall. Oh, schon wieder Kapitel vorbei. Wir sollten bei Kapitel 10 sein jetzt. Kapitel ohne Namen. Okay, Kapitel 10. Das Heiligtum. So nenne ich es jetzt einfach mal. Auch wenn wir nicht gesehen haben, wie es heißt. Bist du erschöpft? Wir laufen schon eine ganze Weile. Es ist nicht so hoch, wie es aussah. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da. Hier scheint jemand müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist, dann lasst uns zusammen mächtig und groß sein. Dass sie so fertig ist von klein bisschen Ausdauer. Jedes Mal, nach ein paar Sekunden, fängt sie an, rumzukeuchen, weil es so anstrengend ist zu gehen. Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Aber wir sind wirklich sehr nah dran. Ich weiß nicht, was du hast. Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Etwas, das dir wirklich hilft, Hugo. Vielleicht hat der Vogel nicht, was dahinter ist. Oh, da ist Wasser. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Kinder? Er kann ja nur einschlafen. Ach, Kinder. Kind sein müsste man mal wieder. Oh, das ist unser Platz. Das Wasser sieht schön aus. Sieht frisch schön aus. Frisch. Ist es ja auch. Genau, was ich brauche. Hey, Hugo. Du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah! Wasserattacke! Hey! Ich meine, es erfrischend bei der Hitze. Für die Na schön, ist gut. Ich gebe auf. Die der du hast mich zu Tode durchnässt. Na komm, gehen wir weiter. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Ganz mein Bruder. Was für eine Familie. Oh, er kämpft gut unfair. Gemacht, ich werde mich rächen. Das Heiligtum ist riesig. Ja, der Bau war kein Zuckerschlecken. Oh, Ziegen. Oh. Das sind so viele, Amicia. Das sind also viele Ziegen. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber sie schreien. Ich bin hier. Sieh
mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen. Das sind zu viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Ah, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt ihr näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Ja, danke schön. Jetzt bin ich übrigens noch, ich fühle mich bestätigt in meiner Paranoia. Dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Okay. Dann viel Glück. Nee, ich fühle mich. Wehe, die danke. Greift uns an. Ich fühle mich weiterhin bestätigt in meiner Paranoia. Kein Wolf. Dass die alles absperren für die Zeremonie, ist doch ein bisschen verdächtig, oder? Warum sollten sie das machen auf so einer friedlichen Insel, wo alle eingeladen sind? Wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja. Ganz genau. Das macht mich noch neugieriger. Irgendwas muss da sein. Also auf jeden Fall wird dieser Teich da sein. Ist sie eingesperrt? Vielleicht ist sie nicht raus. Ja, die hat sich ja eingesperrt. Abgeschlossen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das hier. Alles klar. Wir helfen ihr. Vielleicht kommen wir woanders rein. Okay, wir müssen den Topf nehmen dafür. Wir werden wahrscheinlich ihn gleich reinschicken müssen. Ich hoffe, sie ist nett. Sie ist bestimmt dankbar. Auf ihre Weise. Wenn nicht, auf die Ziegenweise. Ein, oder? Keine Angst. Du hast zwei starke Leibwächterinnen. Kannst du abbrennen, damit ich... Ich könnte einmal das benutzen, damit es aufhört zu brennen. Da ist doch bestimmt ein Loch oder so, wo wir durch können. Oder? Da ist ein Loch in der Wand. Ich wusste es doch. Hey, nur du gehst mal da durch. Alles ja, klar. Ich loote einmal ganz kurz. Mein Held. Tja, jetzt musst du dich deiner Angst stellen, dem nicht Ziegen immer, gegenüber. Aber meistens. Schnell, ja. Schnell. Gut gemacht. Hey, Ziege. Das war ritterlich. Ah, da ist unsere Ausreißerin. Du hast sie gerettet, Hugo. Willst du ihr Hallo sagen? Mhm. Ach komm, die ist doch bestimmt dankbar und bestimmt auch lieb. Hey, Ziege. Ich begleite dich. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht, dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Guck mal, die ist doch lieb. Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Nicht alle schreien. Ja. Gleich fängt sie an, Lust zu schreien. Sie ist lieb. Ja, eine feine Ziege. Ziege gerettet, Angst überwunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja. Los, bitte, ich möchte es auch endlich sehen. Wartet auf dich. Sie na komm, Ziege. Geduld. Sie entscheidet selbst. Okay. Sie ist frei, also von daher. In dem Traum kam keine Ziege vor, oder? Nein, aber ab jetzt vielleicht schon. Die wird jetzt immer mit einbezogen. Moment, ich gehe wieder nach unten. Ich muss da weiter lang. Da wollte ich schon fast wieder zurückgehen. Ich will endlich dieses Heiligtum sehen. Wir warten schon sehr lange darauf. So, ab dahin. Außerdem, ich hätte gerne die Hosen, die du hast, Sophia. Die sehen echt gemütlich aus bei dieser Hitze. Ich habe das Gefühl, mit unseren würde man eher schwitzen. Allgemein unsere ganze Kleidung. Hm. Soldat. Oh, schon gut. Sorg dafür, dass es keinen Ärger gibt. Gestern hatten wir genug Gewalt. Kletter hoch. Da ist das bestimmt nicht gut. Wir sind besonders vorsichtig, keine Sorge. Gut. Wie traue ich der Sache nicht? Vielen Dank, Anno. Das war zu erwarten. Ach man, trotzdem, wir müssen Anno immer noch irgendwie zurückholen. Ich glaube nicht, dass er der Böse ist in dieser Situation. Ich glaube... Oh, da sind Leute. Oh, wir dürfen auch niemanden töten, okay. Wir durchs Tor? Oh, ich diesmal wirklich nur sneaky sein. Die verhaften uns, oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Was? Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Da war doch was. Es kann hohes Gras anbrennen. Vorsichtig. Ach, du hast mir ein Prisma gegeben. Sophia kann Gegenstand ins hohe Gras locken. Gegner ins hohe Gras locken. Halte Alt gedrückt und ziehe dann auf hohes Gras und drücke E. Okay. Erstmal muss er wieder gehen. Oh nein, sitzen bleiben.
Ah, okay, so. Ja. Da hinten bitte. Versuch das. Hat geklappt. Sehr gut. Beweg dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Ja. Verstanden. Jetzt. Okay, mal sehen, wie lange es hält. Haben wir noch genug Zeit dafür? Ja, haben wir. War wohl doch nichts. Echt heiß. Huch, schnell. Komm, Sophia. Uniform. Ach, das war knapp. Du kennst den Grafen, ja. Er mag's eben förmlich. Da hinten ist eine große Kiste, die ich unbedingt haben will. Ruinenwache zu halten. Dort ist Sophia, dein Trick würde hier helfen. Sollte das Gras zu verbrennen. Und wer soll darauf reagieren? Ach, er. An dem können wir eh vorbei, das ist was gut. Ist hier los? So einfach. Wir müssen unbedingt an diese Kiste. Wir gehen erstmal ins Gras, dann machen wir das nochmal und dann holen wir uns die Kiste. Nichts. Na gut. Sophia, da, bitte. Dein Prisma, bitte. Fangen wir das Licht ein. Dass er diese Hand, die aus dem Gras rausguckt, nicht sieht. Aber er sieht es nicht. Wir müssen nochmal warten, bis er sich umdreht und es nochmal machen. Aber dass er diese Hand nicht gesehen hat. Oh. Wo zur Hölle kommt der Rauch her? Klappt immer. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt. Mach das lieber nochmal, einfach zur Sicherheit. Hier schleicht jemand rum. Da will wohl jemand mit uns spielen. Oh, hast du mich erschrocken. Wir haben hier Unruhe. Da versteckt ihr was? Euch also. Was ist? Alles gut, irgendwie. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber... Wie sieht er uns nicht? Oh, das war direkt vorbei. Okay, dann müssen wir es nochmal machen. Verdammt. Ich möchte unbedingt diese Lootkiste haben. Jetzt machen wir gleich nochmal. Wir machen das erst, wenn er da vorne ist, sich umdreht. Dann machen wir das, dann holen wir den Loot. Dann gehen wir hier zurück, dann lenken wir nochmal ab und dann gehen wir durch diese Tür. Hä? Das sollte klappen. Sophia, so, jetzt kannst du schon mal machen. Würde hier helfen. Fangen wir das Licht ein. Na komm, geh darüber. Rauch. Viel zu einfach. Na gut. Wir warten kurz. Geirrt. Können wir das nochmal machen? Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Aber ich weiß nicht, ob er das sieht. Nee, er ist ja gerade am Weggehen. Wir müssen das gleich nochmal machen. Wenn er sich umdreht. Dein Prisma jetzt. Wäre hilfreich, Sophia. Jetzt leicht immer das Gras zu verbrennen. Wir haben hier Unruhestifter. Klappt immer. Das ist kein Zweifel. Wir haben ungebetene Gäste. Fangt an, wie er ausrastet. Na komm, schnell. Wie die alle ausrasten, mein Gott. Sehr gut, wir haben es geschafft. Ja, aber wir sind noch nicht da. Das Prisma war wirklich sehr hilfreich gerade. Ganz kurz, einmal Sachen herstellen. Wir sind jetzt auch sehr gut ausgerüstet, muss ich sagen. Viel zu gut eventuell. Mal sehen, wofür wir das brauchen, sehen, so gut ausgerüstet zu sein. Okay, wir können nichts machen. Das war klar. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal die Hoffnung habe und jedes Mal aufs Neue gucke. Ziemlich hoch. Oh. Wow. Bleibt an der Mauer. Los, weiter. Oh, das ist echt hoch. Oh mein Gott. Nicht nach unten gucken. Oh mein Gott. Ach du Schreck. Das war knapp. Siehst du? Alles gut. Genug Kunststückchen, Kleiner. Hätten wir nicht einfach auf die Mauer klettern können? Da können wir doch mit den Armen ankommen. Oder wenigstens das Kind da hochhieven. Wir sind da. Geschafft. Wie haben wir das geschafft? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Das war sehr riskant. Vielen Dank, Sophia. Kein Problem. Mein Gott, ist das hoch? Mein schlimmster Albtraum. Wir sollten etwas laufen. Auf festem Boden. Ja. Einmal wieder abreagieren. Und ihr schlimmster Albtraum, ja, so Höhenangst ein bisschen, oder? Oh. Auch schon mit Blüten auf dem Boden. Die müssen für ihre Zeremonie sein. Ja, das ist wirklich schön.
Oh. In Deckung, schnell. Oh Gott, da ist ein Busch. Oh, wir können nicht mal den schönen Weg gehen. Ich wollte den schönen Weg lang gehen. Ado hat sie ganz schön auf Trab gehalten. Das ist zu viel des Guten für uns. Entdeckt werden ist ohnehin keine Option. Die bringen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel. Oh, da ist noch mehr Loot. Den Loot lassen wir, glaube ich, manchmal. Wir haben eh genug. Kann ich das irgendwie von hier machen? Ich komme da nicht an. Ah, aber ich kann von hier aus, wenn ich ganz nah rangehe, Sophia, das machen. Prisma, bitte. Das brennt schnell. Dass er sie nicht sieht, das ist so lächerlich. Siehst du das nicht? Glaube nicht. Aber war das? Viel zu einfach. Dem da oben fällt das auf, aber nicht dem hier unten. Was ist da? Oh, oh. Ich glaube, wir sollten einfach woanders lang gehen. Wir gehen mal wieder nach unten. Und zwar hier hin. Wir gehen einfach hier lang. Das sollte einfacher sein. Deutlich einfacher. Hier ist sogar was zum Looten. Ja, das ist deutlich einfacher auf der Seite hier. Auch wenn ich gern den normalen Weg gegangen wäre mit den ganzen Blüten. Oh mein Gott. Oh Gott, bitte beeil dich. Ah, oh, hier ist ja noch jemand. Es funktioniert. Sehr gefährlich. Wo geht's hier lang? Da hinten ist eine Tür. War nur falscher Alarm. Ich weiß nicht, wie lange er da. Der bleibt ja gar nicht da stehen. Der Mann hat sich umgedreht. Um sich hinzusetzen. Warum setzt du dich da hin? Du bist doch beim Arbeiten. Nein. Dann nochmal. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Ich glaube, wir sollten da lang gehen, wo er war. Wo er herkam. Wo kommt er her? Wird schnell an ihm vorbeigehen, während er gerade guckt. Alles sauber. So. Dann können wir hier lang gehen. Na, jetzt hier lang geht es schwierig. Ich weiß nicht, wir müssen mal ganz kurz seine Route beobachten. Er bleibt hier stehen. Okay, das ist seine Route. Gehst du wieder voran? Sag mal, wer von euch atmet denn so laut? Das ist ja schrecklich. Aber geht doch. War das nicht auch irgendwie, dass wir Töpfe werfen können? Aber Töpfe sind wertvoll. Ich will die nicht verschwenden. Viele machen für eine Zeremonie. So sehen die meisten Orte aus, nachdem Anno dort gewesen ist. Er ist weder die Zeit noch das Vertrauen wert. Mann, Amicia. Der hat doch bestimmt einen Grund. Das wird so oft erwähnt, dass irgendwas passiert ist. Irgendwas ist los, dafür, dass er so ist. Los, hoch da. Irgendwas ist passiert mit ihm. Da ist ja noch eine Wache. Wenn der weggeht, können wir ihn irgendwo hinlocken. Ach, hier geht's nach unten. Ach, der sieht uns nicht von hier aus. Wir können hier runtergehen. Oh nein, 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 nein. Ich weiß ganz genau, wo wir sind. Ich will hier nicht sein. Oh Gott, wie kommen wir denn hier hin? Wir könnten... Nee, wir können da nicht rübergehen. Wir müssen hier lang. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Ich glaube nicht, dass er das sehen wird. Ich glaube, bei ihm müssen wir Lärm machen. Eine Rauchwolke? Viel zu einfach. Vielleicht brauchen wir doch einen Topf bei ihm. Irgendwie dahin werfen. Schon wieder Fehler. Wenn er weg ist. Wenn er weg ist, dann können wir ihn weglocken.
Weil wenn beide dahin gehen, haben wir ein viel größeres Risiko. Und das möchte ich nicht unbedingt eingehen. Ja, aber Hugo, du hast dich so eklig verschnupft dann. Das ist ja widerlich.